Elon Musk will die Federal Reserve auflösen. Schau, Jaroslav, der ist ein Guter. Hallihallo, ihr Lieben, freut mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Bitte, ich will nicht drüber spekulieren, ob Elon Musk ein Guter oder ein Schlechter ist. Ich kriege von euch ziemlich viele Posts bezüglich so Krypto und Elon Musk. Worum geht's? Der Elon Musk hat jetzt ein paar Mal getwittert, dass man die amerikanische Zentralbank auflösen sollte. Und sofort hüpfen da Leute drauf auf und sind begeistert und sagen, ja, und schaut's, und das ist ein guter Schritt. Und ich muss mir an die Stirn greifen und mich fragen, sagt's einmal, seht ihr nicht, was da passiert, oder wollt ihr das nicht sehen? Im Sinne, und ich habe das in einigen Videos schon angekündigt, mit Kryptowährungen brauche ich keine Zentralbank. Weil wenn ich die Datenleitungen in der Hand halte, wenn ich die Firmen in der Hand halte, die die Wallets produzieren, die Hardware-Wallets, wenn ich die Firmen in der Hand halte, die die Server hosten, wo das Ganze dann rennt, die ganzen Börsen und, und. Dann brauche ich keine Zentralbank mehr, weil dann habe ich ja eh den Rest in der Hand. Versteht ihr? Aber man sieht so wunderbar an dieser ganzen Krypto-Geschichte, die Virologen, es gab ja so ein C-Ereignis vor 4, fast, ja, vor 4 Jahren. Und da haben sich viele gewundert, so nach dem Motto, er sagt einmal, seht ihr nicht die Daten, seht ihr nicht die Muster? Und man war wirklich entzürnt über die Gegenseite vom Aktivismus her. Und jetzt, und ich habe das auf Telegram im Chat bei vielen Themen illustriert, was Virologen sind mit Wilhelm und Doppelrichard, also Wir im Kopf. Wir haben das im Telegram illustriert mit Herz, mit Zahnfühlungen, wo sich jemand in einem Thema verbissen hat, bei Links, Rechts und Nazis, verbissen hat und unbedingt sein Thema durchbringen wollte und völlig, aber völlig befreit war von jeglichen logischen und analytischen Denken. Und genau das Gleiche haben wir jetzt bei Krypto und Elon Musk. Mir persönlich ist es wurscht, ob Elon Musk verwendet wird nach dem Prinzip Need to Know, nach dem Prinzip des Kaisers neuen Kleider, nach dem Prinzip, dass er wirklich eine sehr dunkle Seite in sich hat. Das ist mir völlig wurscht, will ich auch darüber nicht nachdenken. Ich meine, auf Telegram habe ich euch einiges gepostet über seine Mutter, über wie er gepusht wurde, um nach oben zu kommen, über Bitcoin und Elon Musk, dass viele Schwurbler der Meinung sind, dass er der Gründer von Bitcoin ist. Da habe ich euch was gepostet bezüglich, in was er programmiert hat, in was ist es programmiert, C. Wann wurde es gemacht, wann hatte er seine aktivste Phase und. Also, wenn ich jetzt sage, die Muster sprechen dafür, dass er eingesetzt wird, egal ob durch spirituelle Techniken, durch Techniken, dass man ihn mit Ruhm Macht ködert, durch, egal wie, ja, aber dass er jetzt twittert, hey, schaffen wir die Zentralbanken ab, na, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Und es zeigt genau das, worüber viele aufgewachte Aktivisten sprechen, dass sie sagen, naja, aber dieses Digitalgeld, dieses Kryptowährung, das ist die totale Kontrolle dann. Und ich habe an sich nichts gegen Kontrolle. Ich habe eh nichts zu verheimlichen. Nur es stößt ein bisschen sauer auf, wenn die Leute, die dich kontrollieren wollen, wie scheint, die gleichen Leute sind, die die Finanzierung von Konzentrationslagern übernommen haben, die Finanzierung von Gulags übernommen haben, die Finanzierung von Kriegen übernommen haben, denen will ich dann nicht die absolute Macht in die Hände legen. Das sag nicht ich. Da gibt es Bücher. Hitlers amerikanische Lehrer oder Hitler und Wall Street oder der Krieg, der viele Väter hatte oder die Erfindung des jüdischen Volkes von Shlomo Zand. Alles Bücher, die eine ganz eine andere Geschichte zeigen.
und die auch Namen nennen, die da dahinter stehen. Und dass ich dann die totale Kontrolle in deren ihren Hände lege. Denn ein paar wenigen gehört das Internet, gehören die Knotenserver, die Landesserver, gehören die großen Firmen, die alles Mögliche aufkaufen können. So gehört das Internet eigentlich. Ja? Und wenn die das alles besitzen, naja, dann sind Kryptos überhaupt nicht anonym. Weil ohne den Strom, den die besitzen, weil die Stromkonzerne mit Smart Meter und Co., das gehört den paar wenigen, funktionieren diese ganzen Transaktionen nicht. Und wenn die das in der Hand haben, ja, dann verstehe ich es. Dann brauchen es keine Zentralbanken mehr. Also es passt vom Muster her alles perfekt, aber die, die halt irgendwie einen Erlöser brauchen, die in diesem dualen Denken gefangen sind, für die ist jetzt ein Elon Musk die Wundertüte, das Wunderkind und der Beste, weil der will ja die Zentralbank ablösen. Und die sind ja so böse, dass man sich fragt, na Moment einmal, aber würden die paar wenigen, diese nennt sie die Globalisten, würden die so etwas Wichtiges wie das Machtinstrument Geld aus der Hand legen? Die haben das jetzt seit Jahrhunderten, haben sie es beherrscht und jetzt plötzlich lassen sie dann so einen Elon Musk gewähren, der zufälligerweise komplett in die Digitalisierung mit Chips, mit Internet für jeden, zufälligerweise, also treibt der die Digitalisierung extrem voran und den lassen sie jetzt gewähren, weil der fordert das Abschaffen der Zentralbanken, der fordert also ihr Machtinstrument abzuschneiden, das lassen sie am gewähren. Aber am Präsidenten, an afrikanischen, der aufzeigt, dass diese PCR-Tests, Verfahren, ihr wisst schon, also es ist kein Test, aber dass der aufgezeigt hat, dass die für die Fische, der wird sofort gekillt. Aber einer, der ihnen sozusagen den Hahn abdrehen will, das Geldsystem kann, der wird weiterhin gefördert. Und das kommt den Leuten nicht komisch vor. Nein, alles gut, weitermachen, alles normal. Alles Liebe euch.